Achtens. Das machte Spaß. Das machte sowas von Spaß. Während ich Grayson und Henry hinterherschlich, fühlte ich mich wie Catwoman oder wie James Bond oder wie eine Kreuzung aus beiden. Am coolsten war meine verschärfte Sehkraft. Weit und breit gab es keine brennende Laterne, nicht mal der Mond schien am Himmel. Trotzdem konnte ich alles deutlich erkennen. Herunterhängenden Zweigen ausweichen und Steinen, die im Weg herumlagen. Wegen der Flauschsockensohlen unter meinen Füßen war ich so leise unterwegs, dass ich mich bis auf wenige Meter an die beiden heranpirschen konnte. Immer schon das nächste Versteck im Auge. Ich wunderte mich nur, dass ich noch nicht aufgewacht war. Normalerweise dauerten diese Art Traumphasen, in denen ich genau wusste, dass ich träumte, nie lange an. Vor allem nicht, wenn es sich um einen so unterhaltsamen Traum handelte wie diesen hier. »Da seid ihr ja!« Der Lichtkegel von Graysons Taschenlampe hatte zwei weitere Gestalten erfasst. Arthur und Jasper, wie ich annahm. Ich tauchte mit einer filmreifen Judo-Rolle hinter einem Grabstein ab, nur für den Fall, dass sie ebenfalls katzenartige Sehkräfte entwickelt hatten. Vorsichtig hob ich den Kopf so, dass ich gerade über die Grabsteinkante spähen konnte. Wie gesagt, ich hatte Spaß. Ihr werdet es nicht glauben, aber Jasper hat vor dem Tor gestanden und konnte nicht rein. Das kam von Arthur, wenn ich richtig lag. Es war abgeschlossen. Die etwas weinerliche Stimme gehörte Rasierspaß kennen, der zu meiner Freude einen karierten Flanellschlafanzug trug. Wenigstens war ich nicht so die Einzige, die unpassend gekleidet war. Den anderen Jungen, Arthur, hatte ich ebenfalls schon einmal gesehen. Am Morgen in der Schule. Es war der mit den blonden Locken, der wie ein Engel aussah. Geradezu überirdisch schön. Ich wollte über die Mauer klettern, aber da war ein Nachtwächter mit einem Hund und Stacheldraht. »Das ist ein Traum, Jasper«, sagte Henry ungeduldig. »Da musst du nicht durch das Eingangstor kommen. Und du musst auch keine Angst vor Nachtwächtern haben, denn alles, was du siehst, solange du allein bist, sind lediglich Schöpfungen deines eigenen Vorstellungsvermögens. Wie oft soll man dir das denn noch erklären?« Er sah sich um und ich zog rasch den Kopf ein. »Ich hoffe, dein Nachtwächter wird uns hier nicht belästigen. Wir mussten gerade schon andere Störungen beseitigen.« Damit war wohl ich gemeint. Frechheit. »Keine Sorge, um den Mann und seinen Hund haben wir uns gekümmert«, sagte Arthur. »Ja, das war cool«, sagte Jasper. »Arthur hat aus dem Nichts einen Feuerball erscheinen lassen.« »Wir sollten uns beeilen«, fiel Henry ihm ins Wort. »Wir haben schon viel zu viel Zeit verloren, und am Ende wird Jasper wieder aufwachen, bevor wir unsere Antwort haben.« »Nein, diesmal nicht«, sagte Jasper mit Stolz in der Stimme. »Ich habe eine Migränetablette von meiner Mom eingeworfen. Sie schläft damit immer 2 Tage am Stück.« »Trotzdem, lasst uns anfangen«, sagte Grayson. »Ich bin nämlich nicht sicher, ob ich die Zimmertür richtig zugemacht habe, und gegen 3 kratzt Spot immer wie blöde am Teppich, weil er raus will.« »Habt ihr das gesehen?« Er zeigte in den Nebel. »Was war das?« »Nur der Wind«, sagte Henry. Ein Windstoß hatte tatsächlich Bewegungen in die Zweige der Bäume gebracht, aber für einen Moment war es mir, als hätte ich in den Nebelfetzen etwas gesehen, eine huschende Gestalt. »Ich dachte nur...« Grayson starrte ins Dunkel. »Hier vorne ist Platz genug.« Arthur war ein paar Schritte weitergegangen in den Schatten einer alten Zeder. Die anderen folgten ihm. Plötzlich schien eine eher gedrückte Stimmung zu herrschen. Ich kaute gespannt an meiner Unterlippe. Was würde jetzt passieren? Ich hoffte sehr, dass kein Skelett oder gar ein halb verwester Leichenzombie in diesem Traum vorkam, denn vor denen gruselte es mich in Filmen immer ziemlich. Andererseits befanden wir uns auf einem Friedhof. Da war das wohl zu erwarten. Kurzfristig fragte ich mich, ob mein Traum ein bisschen zu sehr in Klischees abglitt. Aber egal. Hauptsache, er blieb so spannend. Nur ohne Spinnen, wenn es ging. 5 haben das Siegel gebrochen, 5 haben den Eid geleistet und 5 werden das Tor öffnen, wie es geschrieben steht. Wie in jeder Neumondnacht sind wir gekommen, unseren Eid feierlich zu erneuern.
Arthur hatte einen Stock aufgehoben und zeichnete damit etwas auf den Boden, wobei er mit großen Schritten einen Kreis beschrieb. Da, wo die Stockspitze den Boden berührte, ging das Gras in Flammen auf. Ich war beeindruckt. Die anderen stellten sich um das Feuer herum auf. Dazu intonierte Arthur mit salbungsvoller Stimme eine Art Singgesang, den ich leider hinter meinem Grabstein nur bruchstückhaft verstehen konnte, weil die Flammen so laut knisterten. Custos opacum, wissen, dass wir deinen Zorn erregt haben, zu Recht hegst du Zweifel, schwören, dass Annabel bereut, was passiert ist, sie leidet, alles tun, um unseren Eid zu erfüllen, sie nicht noch mehr bestrafen. Und uns auch nicht, sagte Jasper. Wir können ja nichts dafür. Er verstummte, als er die unwilligen Blicke der anderen bemerkte. Komm und sprich zu uns, fuhr Arthur fort, und die Flammen loderten höher. Foedus sanguinis interlunium, der du tausend Namen trägst und in der Nacht zu Hause bist, wir brauchen... Der Rest ging im Knistern unter. Was brauchten sie? Wer war Annabel und was bereute sie? Und welchen Eid wollten sie erfüllen? Ich platzte beinahe vor Neugierde, aber aus Angst, sie könnten mich entdecken, wagte ich mich nicht näher heran. Zumal Henry genau in meine Richtung schaute. Die Flammen spiegelten sich in seinen Augen wieder, was ausgesprochen gruselig aussah. Nein, noch weiter heranschleichen war unmöglich. Es sei denn, ich wäre wirklich eine Katze Moment mal. Das hier war schließlich ein Traum. Ich konnte alles sein, was ich wollte, auch eine Katze. Ich hätte mich schon öfter im Traum in ein Tier verwandelt, wenn auch nicht wirklich freiwillig. Mit Schaudern erinnerte ich mich an diesen Traum, in dem ich eine Maus gewesen war und Lottie mich mit einem Besen verfolgt hatte. Custom opacum, wir bitten dich demütig, zeig uns, wer auf den leeren Platz treten soll. Non est aliquid absconditum, bitte. Ich kniff die Augen zusammen und dachte, so intensiv ich konnte, an die kleine Schleiereule, die ich mal als Neunjährige in einem Vogelpark in Deutschland auf die Hand hatte nehmen dürfen. Eulen konnten nachts noch besser sehen als Katzen und vor allem konnten sie absolut lautlos fliegen. Als ich die Augen wieder öffnete, befand ich mich in luftiger Höhe, mehrere Meter über der Erde, und hatte meine Klauen um einen Zedernzweig geschlagen. Ein großartiger Traum war das. Ich hatte auf den Part verzichtet, in dem ich das Fliegen hätte lernen müssen, und mich direkt an den passenden Ort gesetzt, auf den perfekten Beobachtungsposten. Ich schielte an meinem Schnabel vorbei auf den Boden. Genau unter mir standen die vier Jungen, und jetzt sah ich auch, was Arthur gezeichnet hatte. Einen großen fünfzackigen Stern, einen Drudenfuß mit einem Kreis darum. An manchen Stellen brannte das Gras noch einen halben Meter hoch. Überall sonst begann die Flammen bereits zu erlöschen. Wir sind in dieser Neumondnacht zusammengekommen, o Herr der Schatten und der Finsternis, so dass du uns den Namen derjenigen nennen kannst, die unseren Kreis wieder vervollständigen wird, damit wir unseren Teil des Paktes einhalten können, rief Arthur. O Herr der Schatten und Finsternis? Nun ja. Vorhin hatte das alles irgendwie bedrohlicher geklungen und weniger lächerlich. Aber ich sollte froh sein, dass er Englisch sprach und nicht Latein. So konnte ich ihn wenigstens verstehen. Ich war gespannt, ob sich der Herr der Schatten und der Finsternis nun auch zeigen würde. Vorerst loderten lediglich die Flammen höher. Dann brach in der Mitte des Dudenfußes die Erde auf. Und etwas schob sich mit dumpfen Grollen aus dem Boden heraus. Okay, jetzt wurde es wirklich unheimlich. Meine Zeder bebte. Vor lauter Angst, es könne ein zombieartiges Wesen sein, das aus der Erde kroch, der Herr der Schatten und der Finsternis sah bestimmt nicht niedlich aus, schloss ich reflexartig die Augen und schlang meine Arme um einen Ast. Dabei vergaß ich ganz, dass ich eine Eule war und gar keine Arme besaß. Ein dummer Fehler. Als ich die Augen wieder öffnete, hatte ich nicht länger Klauen und Federn, sondern hockte ziemlich ungünstig in meiner menschlichen Gestalt im Geäst der Zeder. Mitsamt Nachthemd, Pulli, Pünktchensocken und der Gewissheit, dass mein Gewicht viel zu schwer für die dünnen Zweige war. Krachend gaben sie unter mir nach
und obwohl ich nach allem griff, was mir während des Fallens entgegenschlug, stürzte ich wie ein Felsbrocken hinab, mitten in den Drudenfuß und genau auf das, was ich aus der Erde geschoben hatte. Das übrigens kein Zombie war, sondern lediglich ein polierter Steinquader von der Größe eines Küchentischs. Nach allen mir bekannten naturwissenschaftlichen Gesetzen hätte ich mir beim Aufschlagen auf den Stein sämtliche Knochen brechen müssen. Aber in diesem Traum schienen die Gesetze glücklicherweise nicht zu greifen. Ein paar Zedernadeln rieselten auf meinem Kopf nieder. Ein Zapfen landete in meinem Schoß, doch mir war absolut nichts passiert. Ich konnte mich ohne irgendwelche Schmerzen aufrichten und in die vollkommen konsternierten Gesichter der vier Jungs ringsherum sehen, die mich mit weit aufgerissenen Augen anstarrten. Ein bisschen peinlich war es allerdings schon, irgendwie unwürdig. Ich fühlte mich gar nicht mehr wie Catwoman, und das war keine schöne Traumwendung, wirklich nicht. Schnell schloss ich die Augen und hoffte, dass ich mich einfach noch einmal verwandeln und davonfliegen konnte. Leider gelang es mir nicht, mich auf eine Eule zu konzentrieren. Kein Wunder, wenn man so angestarrt wurde. Frustriert klopfte ich mir die Baumnadeln vom Pulli und zog das Nachthemd über meine Knie. Die vier Jungs sahen immer noch erschrocken aus, Henry und Grayson vielleicht ein bisschen weniger als die anderen beiden. »Gerade war ich noch eine Schleiereule, ehrlich«, versicherte ich ihnen. »Rasierspaß, Jasper«, streckte seine Hand aus und berührte kurz meinen Arm. »Das verstehe ich nicht«, sagte er. »Was hat das denn zu bedeuten? Ich dachte, er würde uns einen Namen zeigen und nicht gleich ein ganzes Mädel auf den Altar werfen.« »Wer bist du?«, wollte Arthur wissen, der von nahem und in diesem Licht mehr denn je wie ein lebendig gewordener Engel wirkte. Ein unheimlicher Engel. Ein plötzlicher Windstoß ließ die Blätter der umstehenden Bäume rauschen und blies Arthur die blonden Locken aus dem Gesicht. »Nenne mir deinen Namen, oder Abeas in Malam Kruzem.« »Oder was? Verschwinde in schlechtes Kreuz?« Ach, es war eine Schande, dass ich nur so kurze Zeit Latein gehabt hatte. Dummerweise hatte ich geglaubt, es niemals brauchen zu können. Ich war kurz versucht, genauso salbungsvoll zu antworten und dabei geschickt mit dem einzigen lateinischen Spruch zu glänzen, den ich kannte, so etwas wie »Ich, o Unwürdiger, bin die Cousine des Herrn der Schatten und der Finsternis und in dubio pro reo.« Aber leider wussten Grayson und Henry ja, wer ich wirklich war. Und auch Jasper schien sich an mich zu erinnern. Er zeigte auf meine Beine. »Das ist doch diese Missionarstochter, die heute mit Pandora Porter Peregrine, seiner Schwester, in der Schule unterwegs war«, sagte er aufgeregt. »Erkennst du sie denn nicht, Henry? Stell sie dir mit einer dicken schwarzen Brille vor und einem Pferdeschwanz.« Henry sagte nichts. Grayson seufzte. Der Wind fuhr in die Zweige der Zeder und ließ noch mehr Nadeln und Zapfen auf mich herabregnen. Am Horizont zuckte ein Blitz entlang, und einen Wimpernschlag lang hatte ich wieder das Gefühl, im Nebel eine Gestalt zu erkennen. »Du meinst, dieses Mädchen gibt es wirklich?«, fragte Arthur. »Und sie geht auf unsere Schule. Bist du sicher?« »Ja«, beteuerte Jasper eifrig. »Sie ist eine neue Schülerin. Das ist so witzig, weil, als ich gehört habe, dass sie eine Missionarstochter ist, musste ich gleich daran denken, dass sie bestimmt noch Jungfrau ist. Stimmt's, Henry? Du hast auch mit ihr gesprochen. Erkennst du sie denn nicht wieder?« Henry schwieg immer noch. Er und Grayson sahen einander an, als würden sie stumme Zwiesprache halten. Wieder zuckte ein Blitz über den Himmel. »Dann ist das ein Zeichen«, sagte Arthur. »Sie könnte die Auserwählte sein. Kennt jemand ihren Namen?« Donner grollte aus der Ferne. »Die Auserwählte«, wiederholte ich und legte dabei so viel Verachtung wie nur möglich in meine Stimme. »Sehr originell, wirklich. Wobei ich zugeben muss, dass das mit dem Stein hier durchaus... Wer hat ihn eigentlich aus dem Boden geschoben?« Ich ließ mich von dem Granitquader gleiten, weil ich den Eindruck hatte, dass Jasper mir unter das Nachthemd starrte. Überhaupt kam es mir vor, als wären sie mir alle ziemlich nahe auf die Pelle gerückt. Die zuckenden Flammen tauchten ihre Gesichter von unten in orangefarbenes Licht und ließen Schatten über ihre Haut tanzen. Da,
noch ein Blitz. Und wieder Donner, dieses Mal näher. Den Namen finden wir morgen ganz leicht heraus. Pandoras kleine Schwester wird überglücklich sein, wenn ich sie danach frage. Jasper lachte selbstgefällig. Sie wird bei meinem Anblick vor Freude jedes Mal halb ohnmächtig. Grayson murmelte etwas, aber so leise, dass es von Jaspers Gelächter, dem Blätterrauschen und dem Knistern der Flammen verschluckt wurde. Arthur hob indessen feierlich seinen Stock in die Höhe. »Wir haben verstanden, Gebieter der Nacht. Wir danken dir für deine Antwort, und wir werden dich nicht noch einmal enttäuschen.« »Es tut mir leid, Arthur, aber sie ist ganz bestimmt nicht, sagte Grayson ein bisschen lauter. Er rieb sich über die Stirn, und mittlerweile kannte ich ihn gut genug, um zu wissen, dass er das immer tat, wenn er verlegen war. »Dass sie hier ist, ist allein meine Schuld. Sie heißt Liv, und sie ist die Tochter der Freundin meines Vaters. Und offenbar...« Er machte eine kleine Pause, in der er mich mit einem ärgerlichen Blick bedachte. »Offenbar kann ich nicht aufhören, an sie zu denken. Es tut mir leid, dass ich unser Ritual versaut habe.« Arthur schwieg. Er ließ den Stab sinken, streckte seine Hand aus, griff nach einer meiner Haarsträhnen und ließ sie langsam durch seine Finger gleiten. Ich zuckte zurück. »Echt jetzt?« fragte Jasper. »Die Freundin von deinem Dad ist Missionarin?« Grayson seufzte wieder. Henry schaute mich nachdenklich an. »Es ist wirklich ein merkwürdiger Zufall, dass sie ausgerechnet während dieses Rituals in die Mitte unseres Kreises gefallen ist, Grayson«, sagte er leise, während ein weiterer Blitz den Himmel erhellte. »Entschuldigt«, sagte Grayson mit einem zerknirschten Schulterzucken. »Vielleicht sollten wir einfach nochmal von vorne anfangen.« »Du musst dich nicht entschuldigen.« Arthur streichelte mit dem Daumen über meine Haarsträhnen in seiner Hand. Normalerweise hätte ich ihm auf die Finger geschlagen, aber aus irgendeinem Grund konnte ich mich nicht rühren. Der Traum war eindeutig aus dem Ruder gelaufen. Jeden Augenblick würde er in einen Albtraum umschlagen, das spürte ich genau. Und es gefiel mir nicht. »Ich glaube nicht an Zufälle«, sagte Arthur. »Ich auch nicht. Nicht mehr seit...« Von Jaspers selbstgefälliger Miene war nichts mehr zu sehen. Jetzt wirkte er eher ängstlich. »Seit ihr wisst schon, was passiert ist«, ergänzte er leise. »Wenn du sie näher kennst, Grayson, umso besser. Dann ist das einfacher für uns.« Erneut ertönte ein lauter Donner. Es reichte. Ich musste etwas unternehmen, bevor diese mystischen Friedhofsspielchen endgültig zum Albtraum wurden und mein Cousin, der Herr der Schatten und der Finsternis, aus dem Nebel auftauchte und mich mit Lottis Beil niedermetzelte. »Nimm gefälligst deine Pfoten von mir, Gandalf«, sagte ich energisch und befreite mit einem Ruck meine Haarsträhne aus Arthurs Fingern. »Ist zwar alles hochinteressant hier, aber trotzdem muss ich jetzt gehen. Bei Gewitter darf ich nicht draußen sein.« Das sollte lässig klingen, tat es aber nicht. Leider. Selbst der unterbelichtete Jasper musste merken, dass ich Angst hatte. Jetzt erst fiel mir auf, wie groß sie alle waren. Über 1,85, jeder von ihnen, und mit jeder Sekunde, in der ich sie anschaute, schien sie noch zu wachsen. Ein Blitz tauchte den Friedhof in grelles Licht. Ich schluckte. Die äußeren Flammen des Drudenfuß loderten wieder höher, und aus den Augenwinkeln betrachtet sah es so aus, als würden den wabernden Nebelschwaden im Dunkeln Arme und Beine wachsen. »Ich warne euch, ich kann Kung-Fu«, sagte ich. Meinen Worten folgte ein gewaltiger Donner, die Erde bebte erneut. Ich verlor das Gleichgewicht und fiel um. »Aua«, sagte ich laut und rieb mir den Hüftknochen. Mit meiner katzenhaften Sehkraft war es schlagartig vorbei. Ich war auf hartem Marmorboden gelandet. Irgendwo links neben mir erkannte ich im diffusen Licht einen kleinen, unförmigen Fleck. Ich tastete danach und hielt mir das Ding vor die Augen. Es war eine der grenzdebil grinsenden Tänzerinnen von Mrs. Finchley, die ich unter mein Bett geschoben hatte, um sie nicht dauernd anschauen zu müssen. Jetzt aber freute mich ihr verschwommener Anblick ungemein. Ich war aufgewacht. Gott sei Dank.